Mein Sohn ist der liebste Sohn, weil er keinen Neid kennt, keinen Hass, keine bösartigen Gedanken. Mein Sohn ist für mich der coolste Sohn der Welt. Er ist unglaublich begeisterungsfähig, ist immer für allen möglichen Blödsinn zu haben. Mein Kumpel, der Joshua, ist für mich echt einer von den allerbesten, weil der ist im Leben einfach dauerhaft glücklich irgendwie und der freut sich an so vielen Sachen. Was ich da dann echt so toll finde, ist, dass er die Freude, die er bei den ganzen Sachen hat, am besten dann mit allen Leuten teilen will. Hallo, ich bin Joshua. Ich bin 18 Jahre alt und ich habe Down-Syndrom. Also mein Bruder ist seit einigen Jahren begeisterter Schlagzeugspieler und geht uns damit allen wahnsinnig auf den Keks. Eigentlich hat er ja ein E-Schlagzeug. Und das haben wir jetzt dieses Jahr zu seinem 18. Geburtstag durch ein richtiges Schlagzeug ersetzt. Wir werden alle fast wahnsinnig. Hey, richtig gut, Joshua. Was haben wir letztes Mal noch gemacht? Da haben wir die rechte Hand? Rechte Hand? Nein, die andere Hand. So, genau, hier ist es. Hier haben wir jetzt noch hier drauf gespielt und da drauf gespielt. Erstmal wusste ich überhaupt gar nicht, dass der Joshua überhaupt eine Behinderung hatte oder hat. Das wurde mir überhaupt gar nicht mitgeteilt. Also da hat die Kommunikation nicht so richtig hingehauen. Als ich ihn dann gesehen habe, habe ich mir erstmal überhaupt gar nichts bei gedacht. Ich habe mir erstmal gedacht, okay, da brauche ich einen ganz neuen Ansatz, weil man muss immer gucken, wie geht man da jetzt einfach pädagogisch vor. Ich dachte ja nach Joshuas Geburt, ich würde nie wieder fröhlich sein und nie wieder Musik hören. Dabei höre ich so viel Musik wie nie zuvor. Auch dank dem Joshua, oder? Ja. Meiner Meinung nach hat er echt einen guten Musikgeschmack. Joshua ist schon so ein kleiner Rocker, also ich würde ihn schon als Rocker bezeichnen. Da hat er echt viel Spaß bei der Musik. Und wir waren auch gemeinsam auf diesem Rockkonzert in den Schneider. Und also da hat er sich schon echt gefreut über die Bands und die sind auch echt cool damit umgegangen. Die haben sich dann auch bei ihm bedankt, dass er so viel getanzt hat. Und ich denke, da ist er schon richtig bei der ganzen Musik. Das ist eigentlich schon voll seins. Er ist halt ein ganz eigener Mensch, so wie jeder andere im Prinzip auch. Der Joshua ist eigentlich ein typischer Teenager, Lustlosigkeit, die ganze Zeit brummen. Eigentlich war der Joshua früher total ordentlich, hat immer alle Schuhe nebeneinander gestellt, immer alle Türen zugemacht. Bei ihm im Zimmer dürfte nichts verstaubt sein, nichts dreckig sein, nichts unordentlich sein. Und jetzt in der Pubertät ist er halt total zum Bauern geworden, so Schuhe in die Ecke schmeißen und Hausaufgaben, ach scheiß drauf. Eigentlich habe ich mich total drüber gefreut, dass endlich Ausdrücke fielen, weil ich wusste, er entwickelt sich ganz normal wie andere Jugendliche. Manchmal kann es sehr anstrengend sein, aber tja, bei meiner Tochter war es auch nicht einfacher. Ich würde den Joshua jetzt so überhaupt nicht als ganz normalen Teenager bezeichnen, ja, ganz einfach mal aufgrund der Tatsache, dass die meisten Teenager halt einfach Mainstream-Leute sind und der Joshua halt alles andere als Mainstream irgendwie ist. Also ich freue mich einfach, dass ich den Joshua kenne. Er freut sich immer und es ist ein wirkliches Freuen, wenn man ihn sieht. Also das kommt vom Herzen raus und ist nichts Aufgesetztes. Ein besonderes Erlebnis, also die besonderen Erlebnisse, die erlebt man tatsächlich in jeder Stunde. Und zwar das geilste Erlebnis, wo ich dann, ich meine, ich unterrichte jetzt seit 12 Uhr mittags und das beste Erlebnis echt ist immer wieder Joshua-Stunde um 6 Uhr und Joshua hat irgendeinen Song gespielt und strahlt mich danach an. Einfach, keiner strahlt von meinen ganzen Schülern so sehr wie der Joshua und das kannst du mit nach Hause nehmen. In seiner Welt ist meines Wissens anders, dass einfach dieser Druck nicht da ist. Ich habe den Druck Schule, ich habe den Druck Gefall deinen Lehrern, ich habe den Druck Gefall deinen Mitmenschen, such dir einen Job und sowas. Und der Joshua ist halt gechillt im Leben. Also der sitzt halt nachmittags dann da und trinkt seine Cola und guckt mich irritiert an, wenn ich da den ganzen Tag durchs Haus springe, um irgendwelche Sachen hinzubekommen. Natürlich ist es auf der einen Seite einfacher für ihn, mit der ganzen Situation größer werden, umzugehen, weil so Partner finden oder sowas, das ergibt sich halt bei dem und der ist nicht krampfhaft auf der Suche oder sowas. Der Joshua ist, hat mir meine Lehrerin erzählt, so der Mädchenschwarm von der Schule und wird auch wirklich von vielen Mädchen immer wieder zum Geburtstag eingeladen. Ist bestimmt jetzt auch ein Vorurteil, aber ich glaube, Menschen mit Behinderung können einfach besser feiern. Bei Rock im Park sind
so einige auf uns zugekommen und haben ihn umarmt und haben ihm gesagt, dass sie sich total freuen, dass er auch da ist und auch mit abrockt. Wie ist es so, wenn die feiern, feiert ihr dann auch mit Alkohol oder hat das noch keine so eine große Rolle? Also mein Bruder wurde ja jetzt 18 und wir hatten schon Alkohol, aber jetzt keinen harten. Also dass da irgendjemand kotzend in der Ecke lag, weil er eine Flasche Wodka getrunken hat. Ich meine, mein Bruder hat einen schweren Herzfehler. Wir hatten genug Leute da, die einen schweren Herzfehler haben. Und dann da irgendjemand mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus zu bringen, hätten wir sehr makaber gefunden. Aber Alkohol, das ist denen eigentlich auch wurscht. Die haben so derartig ihren Fun, total witzig. Und jetzt dieses Jahr haben wir mit 72 Leuten gefeiert. Da war es dann so, dann haben wir eine Disco gemacht und die mit Behinderung sind da so abgegangen. Also die anderen saßen erst noch so dezent am Rand. Also das kennt ihr ja bestimmt, wenn man feiern geht und dass sich dann keiner traut. Und von Anfang an auf der Tanzfläche und sich einen abgedanzt. Also es ist eigentlich ganz witzig, auch ohne Alkohol. Ich habe mir das am Anfang ja selber nicht zugetraut, dass ich da irgendwie so gut mit ihm klarkomme. Ich weiß ja noch, wie ich dann die ersten Male da war und sowas. Ich habe mich ja nie getraut, irgendwie drüber zu reden, dass es so mit Joshua ist. Aber der hat mich halt auch sofort irgendwie ins Herz geschlossen, wenn man das so sagen kann. Das hat mich natürlich voll gefreut und sowas. Und also deswegen bin ich echt froh, dass ich so jemanden wie den Joshua einfach kenne und dass der einfach auch zu meinen Kumpels, zu meinen Freunden gehört und dass ich mit ihm auch was machen kann. Das freut mich. Wir haben viel zusammen gespielt. Im Gegensatz zu anderen Kindern haben wir sehr, sehr, sehr selten gestritten. Wir hatten oft die gleichen Freunde und mit denen gab es auch nie Stress. Und jetzt, als wir beide älter wurden, da gab es, also wie bei jedem Jugendlichen, gab es bei mir vor allem eine Phase, wo ich von niemandem aus meiner Familie was wissen wollte. Und jetzt ist eben beim Joscha so ein bisschen die Phase, wo er sagt, ich gehe Schlagzeug spielen, ihr könnt mich alle mal. Also wir machen schon was zusammen, aber eher zurzeit mit Freunden und Schlagzeugen. Also er ist zurzeit ein bisschen so in seiner Welt. Mit dem Joscha kann ich natürlich nicht die Sachen machen, die ich mit anderen Freunden mache, aber es macht mir einfach mit dem Joscha einfach trotzdem riesig Spaß, irgendwas zu machen. Einfach weil er immer fröhlich ist, weil er immer glücklich ist. Ja, und ich glaube, weil er mich natürlich auch mag und das zeigt er mir natürlich auch. Und das finde ich halt, ist einfach echt ein schönes Gefühl halt, von jemandem gemocht zu werden, und das ist dann gleich ein ganz anderes Gefühl zu irgendwelchen anderen Menschen, finde ich. Du strahlst immer so, wenn du von deinem Bruder erzählst. Mein Bruder ist so toll. Ich hab den so lieb.